hallo liebe Kinder, mein Name ist Frau Dr. Breuer, ich bin Zahnärztin und ich habe euch heute jemanden mitgebracht. Oh, die schläft noch. Ich habe euch die Goldi mitgebracht. Goldi ist ein kleiner Seelöwe. Oh, und die ist noch müde und die Goldi hat Mundgeruch. Puh. Oh, Goldi isst nämlich am liebsten Fisch und dann riecht sie auch immer so ganz, ganz schlimm. Goldi, wollen wir mal deine Zähne putzen? Goldi, die hat ihre eigene Zahnbürste. Guck mal, das ist Goldis Zahnbürste. Und jetzt üben wir mal zusammen den Putzspruch. Den könnt ihr zu Hause nachmachen. Und der Putzspruch, der geht so. Wir fangen auf den Kauflächen an. Hin und her, das ist nicht schwer. Wie war das nochmal? Hin und her, das ist nicht schwer. Jetzt dürft ihr zu Hause mal alle mitsprechen. Hin und her, das ist nicht schwer. Und nochmal. Hin und her, das ist nicht schwer. Super, das waren unsere Kauflächen. Jetzt haben natürlich die Zellen noch mehr Flächen. Und zwar außen, das sind die Außenflächen. Und die gehen so. Immer im Kreis. Vom Rot nach Weiß. Das dürft ihr alle zu Hause mitsprechen. Immer im Kreis. Vom Rot nach Weiß. So, jetzt haben wir die Kauflächen geputzt, die Außenflächen. Und als letztes kommen noch die Innenflächen. Und die gehen so. Schwupps, die Wups, gib den Krümel einen Schubs. Ihr dürft zu Hause nochmal mitsprechen. Schwupps, die Wups, gib den Krümel einen Schubs. So, jetzt hat die Goldi wieder super geputzte Zähne. So, jetzt dürft ihr als nächstes gleich zu Hause Zähne putzen. Wir Eltern helfen euch bestimmt gerne. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!